Diese Übung findet unter Spielbedingungen statt. Der Partner spielt einen kurzen Aufschlag, das heißt, der Ball schlägt kurz hinter dem Netz auf. Für eine kurze Rückgabe nehme ich den Ball gleich nach dem Abspringen, also möglichst nah am Netz und möglichst flach auf. Für eine lange Rückgabe nehme ich den Ball kurz nach dem Abspringen auf und schlage ihn kräftig zurück, damit er lang wird. Dies nennt man aktive Rückgabe. Für eine Flip-Rückgabe nehme ich den Ball auf seinem höchsten Punkt, damit er das Netz leicht überspringt und dank des harten, ganz von hinten getroffenen Schlags eine gerade Flugbahn bekommt. Hier muss die Hand viel Arbeit leisten. All diese Rückgabearten lassen sich mit dem Sidespin kombinieren, wobei der Ball an den Seiten tankiert wird. Die Rückgabe beim langen Aufschlag erfolgt unter Spielbedingungen. Der Partner schlägt lang auf, das heißt, der Ball springt nach dem ersten Abspringen vom Tisch. Ich versuche einen Angriffsschlag, normalerweise einen Topspin. Ich achte auf eine sehr dynamische Beinarbeit, um den gesamten Tisch abzudecken und auf jede Platzierung des gegnerischen Aufschlags reagieren zu können. Ich achte sehr auf die Arm- und Handhaltung des Gegners und auf den Schläger-Balltreffpunkt, um den Spin zu erkennen und zu dosieren und die Flugbahn des Balls einschätzen zu können.